herzlich willkommen wieder auf meinen Kanal in der nächsten Folge LS17 auf der nordfriesischen Marsch vierfach in der Version 1.5. Ich begrüße euch nach dem Wochenende hier. Hoffe, ihr seid alle, habt das Wochenende alle gut überstanden und seid alle wieder munter dabei. Wir wollen heute schauen, dass die Ernte auf Feld 35 soweit problemlos verläuft und auch, ja, was sollen wir sagen, ich muss mal eben kurz was, Moment, die muss wieder weg, ich bin zwischenzeitlich eben kurz hingegangen, ich habe den Lexion eine längere Piepe, na komm, wo ist er? Da ist er. Eine längere Piepe gegeben. Dadurch haben wir dann halt jetzt auch die Möglichkeit, dass wir, dass der Abfahrer selber ranfahren kann, weil es war ja nachher nicht mehr jedes Mal Abfahrer helfen und. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass er das selber abmacht, abfährt. Wir setzen ihn kurz hier wieder an. Obwohl, wenn wir jetzt einmal hier sind, können wir auch direkt eben einmal sagen, bitte entlade. Einmal bitte abtanken. So. Ich bin, Leute, ich war auf Bremsen, aber irgendwie, weiß ich nicht, hat der Lexion wohl keine Bremsen mehr oder... Ich habe keine Ahnung. Wir bunkern ihn eben kurz ab. So sollte auch gleich fertig sein. Noch 5000 Liter. Und dann sollten wir erstmal wieder ein Stückchen mit ihm fahren können. So, das war's. Und Helfer einstellen, bitte. So, unseren Abfahrer stellen wir natürlich auch direkt wieder ein. Abfahrer einstellen. Unser Düngerstreuer ist auch noch gut 20 Minuten unterwegs. Sehr schön. Hackschnitzel sind auch unterwegs. Haben wir eigentlich noch Bäume gehabt im Wald, die wir gefällt haben, aber noch nicht eingesammelt haben? Wir schauen mal kurz nach. Nichts mehr dort. Gut, dann wissen wir da aber Bescheid. Brauchen wir uns da jetzt keinen Stress machen. Wir haben ja eigentlich auch noch genügend in der Holzfabrik eigentlich. So, wir laufen mal eben schnell rüber gucken. Nicht, dass wir jetzt nachher hier sagen, wir hätten noch genug und dann haben wir gar nicht mehr genug. ...95.000, also bitteschön. Hackschnitzel ist leer? Tatsächlich, Hackschnitzel ist leer. Jo. Schön. Und nun? Ist nicht schlimm. Wir schicken ihn ab. Bitte abfahren, weil das ist gut. Weil danach können wir ihn dann nämlich für was anderes einsetzen. Das heißt, wir werden heute auch noch einen Überführungskurs machen. So, möchtest du den nicht abbunkern? Auch gut. So. Da haben wir zwar noch ein paar Hackschnitzel, aber... Naja, es wird noch kommen. So, der Lexion. Also er sagt, für das riesige Feld wird er wenigstens 3 Stunden brauchen. Ist schon ziemlich viel.
Aber ich denke mal, das heißt, die nächsten Folgen wird gedroschen. Vielleicht setzen wir demnächst auch noch in der Mitte ein Lei. Ja, wäre eigentlich, wenn wir uns ein Leilexion noch holen, den hier ansetzen, dass er das Zwischenleben alles machen könnte, hätten wir das Feld etwas schneller fertig, ne? Wir überlegen es uns nochmal und dann können wir ja immer noch entscheiden, ob wir uns einen Mietdrescher holen. So, unsere Krone Ultima. Was mich jetzt interessieren würde, wäre 455 Ballen. Davon glaube ich 183 müssten wir abziehen für die erste Tour, für das erste Mal. Also, ja, wir können uns nicht beschweren. So, wie schaut das jetzt hier aus mit Stroh? Haben wir hier genügend Stroh drin? Wir schauen mal. Wie viel Stroh haben wir hier? 57.000 nur. Meine Freunde, aber wir brauchen ganz, ganz dringend, dass da geht jetzt gerade kein Weg mehr dran vorbei. Einen großen Anhänger. Am besten den Holmer. Entschuldigung. Den großen Heu haben wir gar nicht. Dann können wir nur den hier nehmen. Den anderen, den mag ich nicht so. Der ist ja für unsere Fahrzeuge oder beziehungsweise hier für die Karte ein bisschen zu lang. Das bringt uns vorne und hinten nicht weiter. So, wir können ihn runterfahren zur Futterfabrik. Sollen wir? Ja, wir füllen hier nochmal eine Futterfabrik ein, dass wir hier auch auf lange Zeit noch einiges drin haben. So, und auffüllen bitte. Aber was mich gerade stört, meine Freunde, haben wir gar keinen Wassertrailer? Müssen wir doch haben, einen großen. Wir müssen doch einen großen Wassertrailer haben. Haben bestimmt nur eine Zuchtmaschine zu wenig. Und dadurch sind wir der Meinung, wir hätten keinen Wassertrailer, ne? So, Überführungskurs. Nicht Verkauf. Nein, Lager auch nicht. Versorgungskurs da. Vom Hof zum Rinderhof. Was sollst du transportieren? Du darfst das großzügige Stroh uns dahin bringen. So, wir brauchen nämlich wenigstens. Ah, falsch. Silage, Stroh. Wir brauchen wenigstens 6 Touren dort. So, Hackschnitzel werden auch geliefert. Das heißt, wir werden jetzt unsere Leerpaletten wohl auch wahrscheinlich hier hochziehen. So, Einfahrt bitte. So, dann kippt er hier auch die Hackschnitzel ab für die Papierfabrik. Das füllt sich hier auch langsam alles wieder. Ist doch sehr schön. Wie viel haben wir jetzt hier drin? Haben wir hier eine Anzeige? Ne, da haben wir nur die Waage.
wir hier eine Anzeige? Nee. Wahrscheinlich alles nur vorne, die Anzeige. Aber ist ja nicht schlimm. Jumpen wir mal kurz dort rüber. So, dort haben wir sie. Und was haben wir? Wir haben 83.000 Hackschnitzel hier, Leerpaletten 0, Wasser 0. Ja gut, wir können gerade nicht alles haben. So, wer bist du denn? Ach ja, unsere Hackschnitzel. Ja, ja, genau, mein Gott. Der muss weg. Und ich glaube auch unsere Ballenhalle da muss weg. Gehe ich mal ganz stark von aus. Wir schauen mal ganz kurz, ob wir auch Gras brauchen nochmal. Ich weiß, wir haben letztens schon mal geguckt gehabt, aber ist jetzt schon ein paar Tage her von der Aufnahme her. Wie ihr ja wisst, nehme ich immer ein paar Tage am Stück auf, ein paar Folgen am Stück. So, wir brauchen Stroh, Silage, Wasser, Mischfutter. Gut, sollten wir alles demnächst vorhanden haben. So, 43 Minuten braucht noch die Krone Ultima. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich denke mal nicht, dass das im Laufe der Woche sogar noch fertig wird. So, du fährst bitte zur Paletten verteilen, zur Zellstoff. Wo haben wir ihn? Na, könnten wir rein theoretisch die zwei. Ach komm, wir nehmen die zwei auch noch direkt mit. Ist egal. Und sagen bitte fahr ab. So, er fährt dann jetzt zu Zellstoff. Wartet dort, bis wir geladen haben. Warum möchtest du nicht? Ah. Sollten wir vielleicht auch den Lexion einsetzen? Ja, da ist er nämlich schon voll. Allzu viel hat er noch nicht geschafft. Wer hat jetzt durchdrehende Reifen? Er hier. Aber er kommt raus. Das ist schön. Du brauchst auch noch knapp 18 Minuten. Auch sehr schön. Wie viel haben wir hier schon wieder drin? Lohnt sich das überhaupt? Oder sagen wir, wir kippen hinten wieder ab. Oh, nee. 15.000. Wie viel haben wir da drin? Da ist noch genug drin. Komm, dann fahr ab. Super. Ja, wo ist unser Abfahrer jetzt wieder? Er hat ihn immer noch nicht drin gehabt. Wir fahren jetzt mal eben schnell selber dorthin. Auch wieder aus, so 21.000 Roggen haben wir hier schon drin. Das ist sehr schön. Das wird demnächst für eine Mehlproduktion werden. Kein Drescher in Reichweite, immer noch nicht. Du hast doch manuell. Ah, okay. Gut, er ist noch fleißig dabei. Er fährt zurück zum Hof. Du hast einen Transport beendet. Was hattest du denn? Was solltest du denn fahren? Ach, du solltest ja die Hackschnitze fahren. Genau. Dich stellen wir jetzt hier erstmal an der Seite. Oder nein, wir nehmen dich mal. So. So, meine lieben Freunde. Und zwar geht es jetzt. Wir nehmen jetzt einen Kurs auf. Vom Hof zur Mehlfabrik, weil wir brauchen ja ordentlich Gerste haben wir, Weizen haben wir, hallo,
Wir nehmen mal Gerste mit. So. Wir lassen ihn kurz füllen. In der Zeit kann ich ihm schnell einen Schluck trinken. Wir gehen auf Kurs. Anfang. Ja, jetzt sollten wir mal eben ganz kurz rumspringen. Weil wenn der baden gehen möchte, dann ist das gerade nicht so schön. Das ist jetzt die erste Tour, genau. Wir lassen ihn mal eben kurz dort stehen. Ja, das ist das Vorgewende, da hat es leider Gottes manchmal immer die Probleme. Ich verstehe gerade nicht, warum man jetzt wegdrückt, aber naja, war ja eigentlich noch weit genug weg. So, wir lassen ihn abbunkern. Bleibt er stehen? Nein, du sollst stehen bleiben. Er will nicht stehen bleiben. Dann bunkern wir noch eben schnell selber ab. Na, komm. So, jetzt müsste er ja gleich schon wieder leer sein. Dann haben wir die erste Ladung Roggen. Ach was, wir lassen ihn jetzt abfahren zum Hoflager, weil wir wollen ja noch schnell den Kurs aufnehmen. Wird die heutige Folge halt mal 5 Minuten länger. Aber soll mich nicht stören. So, wo haben wir unseren? Da haben wir ihn. Dann fahren wir jetzt mal dort rüber zur Mehlfabrik. Wir machen uns auch ruhig die kleine Karte an, dass ihr auch alle seht, wo wir sind. Wir können ihn ja eigentlich rausnehmen. Das ist gerade nicht das Problem. Ach, der TG. Es steckt wieder im Verkehr fest. Wieder durchdrehende Reifen. Nicht schlimm. So, wir fahren jetzt hier den kleinen Schlenker. Wir gucken, dass wir die Strecke sauber eingefahren bekommen. Fahren hier rechts rum. Fahren hier S-Kurve. Ach, der Kleine ist auch schon wieder unten an der Holzindustrie. So, jetzt fahren wir das Stückchen hier noch geradeaus. Beziehungsweise wir folgen den Straßenverlauf. So, wir müssen jetzt einmal einen großen Schlenker machen. Um hier reinzukommen. Dann fahren wir über die Ablade.
Fläche, Abladestellen. Der hat natürlich kein Weizen. Er hatte Weizen. Wir fahren aber jetzt noch weiter, weil wir wollen auch den Roggen drin haben. Weizen, Roggen, Gerste. Ja, ich weiß, ich habe mich gerade versprochen. Wir hatten ja Gerste drauf, nicht Weizen. So, wir fahren wieder zurück zum Hof. Gerade Flächen können wir ruhig mal ein bisschen Gas geben. Hier wieder die S-Kurve. So, nächste links. Jetzt befinden wir uns wieder auf unserer Hofstraße, wie wir ja immer so schön gesagt haben. Der eine Ballen, der nervt mich sowas von auf G2. Jedes Mal, wenn wir dran vorbeifahren, denke ich immer daran, wir müssen das nächste Mal den Ballen wegpacken. Jedes Mal, aber irgendwie in den nächsten Aufnahmen vergesse ich das immer. Ja, ich weiß, man kann mich zu verurteilen, gar keine Frage. Aber wir sind alle nur Menschen. Und vergessen ist menschlich. So, wir fahren wieder zurück. Wir sagen ihm hier stoppen. Benennen das ganze Hoflager zur Mehlfabrik, speichern uns den Kurs, sagen, du darfst da jetzt gleich Roggen hinfahren, vorausgesetzt, ich finde ihn jetzt, Silage, Stroh, Schweinefutter, Gras, Heu, Hafer, Roggen. So, und das Ganze fünfmal, Abfahrer einstellen, bedanken wir uns für, Dankeschön. So, da haben wir unseren LKW. Wir lassen noch eben schnell die. Schmeißen noch eben schnell die Leerpaletten hier vorne ins Lager. Und schauen wir mal, wie voll das wird. Ob sich das lohnt oder nicht. Sehen wir gleich. Und. Oh, fast voll. Wie viel haben wir drin? Schauen wir mal kurz. 136.000 Leerpaletten. Ja, ist doch super. Da haben wir da erstmal auf lange Zeit gesehen genügend stehen. Da haben wir den ersten Roggen, der geliefert wird. Alles hervorragend. Aber meine lieben Freunde, ich würde sagen, für die Montagsfolge heute, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet, ein Like da lassen würdet. Und morgen wieder reinschalten würdet. Bis dorthin, danke und tschüss.